So, ihr beiden, macht euch auf den Weg. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Na klar. Sag mal, meinst du, dass das alles so stimmt, wie der Zauberer Zwackelmann das vorhergesagt hat? Ganz bestimmt, auf den Zauberer. Den kann man sich verlassen. Ja, aber wie kommen wir denn dann jetzt noch in die Steinbaracke rein? Wir haben ja gar keinen Schlüssel. Ach, da wird uns schon noch etwas einfallen. Soll ich euch mal was sagen? Weißt du was? Ich habe gar keine Angst mehr. Na, sag ich doch. Auf den Zauberer ist Verlass. Und jetzt holen wir uns den Weihnachtsbaum wieder. Genau, und Hotzenplatz fangen wir auch. Ja. Dem Weg zu der Räuberhöhle. Wisst ihr das noch? Und der Seppel. Ja, genau, der wird jetzt ganz, die werden sich jetzt den Weihnachtsbaum wiederholen, damit Weihnachten kommen kann. Genau. Und jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Der Weg zu der Steinbar, zu dem Steinhaus ist ja... Furcht! Sie sind gleich da! Sie sind gleich da! Schön leise sein. Ich glaube, das wird jetzt spannend im Wald. Schön aufpassen, ja? Lustig ist unser Räuberleben. Faria, Faria, ho! Wir werden dem König kein Taler geben, Faria, Faria, ho. Gemütlich ist es im finsteren Wald, auch wenn es draußen im Winter sehr kalt. Faria, 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 ho. Ho, ho, juhu! Was ist hier los? Euch scheint es ja gut zu gehen, was? Ja, Hotzenplotz, wir haben uns so über deine Flucht gefreut und schon mal drauf angestoßen. Nur mal angestoßen nennen die das. Also. Hotzenplotz, da bist du ja! Wir haben uns alle auf dich gefreut. Aha. Hier, beste Sorte. Langfinger hat in der letzten Woche eine Glückssträhne gehabt und aus einer Kutsche ein ganzes Fass gestohlen. Ja, gelernt ist gelernt. Naja, wenn ich mir euch so angucke, deine rote Nase hier ist schon ziemlich viel durch die Kehlen gelaufen. Hoffentlich ist noch genug im Fass. Nein, nein, Hotzenplotz. Die rote Nase, die habe ich draußen vor der kalten Luft. Ah ja, wollen wir es dir mal glauben. Nun setz dich doch und entspann erstmal. Ich koche uns derweil was Schönes und du erzählst uns von deiner Flucht. Na Kinder, und wir hören aufmerksam zu. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Wisst ihr was? Dummes Geschwätz ist das. Ja. Yeah. Ich bin doch gar nicht geflohen. Was wurde ich denn? Entlassen. Begnadigt. Ganz ordnungsgemäß. Ach, wie langweilig. Ich dachte... Was dachtest du? Kein Streit. Ich kann das nicht vertragen. Mein Magen hält das nicht aus. Kinder, habt ihr das gehört? Sein Magen hält das nicht aus. Dann zeig mal, ob da echt der Pfeffer drin ist. Du riechst gleich den Pfeffer, mein Freundchen. Langfinger hat mir erzählt, du wolltest auf dem Weg hierher noch etwas besorgen. Du hast es ganz geheimnisvoll getan. Vielleicht ein Geschenk für mich, so als Anerkennung für meine Treue?
Für ihre Treue will ich ein Geschenk. Ich hab was viel Besseres mitgebracht. Morgen ist ja schließlich Weihnachten. Gewiss, gewiss. Da bin ich aber mal gespannt, was Hotzenplotz uns mitgebracht hat. Ja, ein Tannenbaum, ehrlich? Da ist er! Ein Weihnachtsbaum schleppst du da an, wo wir jederzeit einen aus dem Wald holen können. Oh. Ein Weihnachtsbaum, Hotzenplotz, auf so eine bekloppte Idee muss man erstmal kommen. Und so. Ich dachte, du hättest wieder ein ganz großes Ding geplant. So, jetzt reicht's, Freunde. Erstens wachsen im Wald gar keine geschmückten Weihnachtsbäume, oder? Habt ihr das schon mal gesehen? Und zweitens, es ist gar nicht so einfach am helllichten Tage, stimmt's? Ja! Seht ihr? Und drittens habe ich den ganz allein hierher geschleppt. Cool. Naja, schlecht sieht er ja nicht aus. Also eigentlich hast du recht, Hotzenplotz. Auch wir sollten einen schönen Weihnachtsbaum haben. Ja. Nicht? Nun werd mal nicht gleich sentimental. In den letzten Jahren hatten wir schließlich auch keinen. Ja, aber du, da war auch keine gute Stimmung. Kein Essen, kein Wein und keine Geschenke. Apropos Geschenke. Hast du mir was Schönes mitgebracht? Wenn sie mich so nett fragt, ne? Halt deinen Mund! Ist die nicht schön, Mäuschen? Ja, die gefällt mir außerordentlich. Na? Und die passt so gut zu mir. Nicht wahr, Kinder? Ja! Und die passt so gut zu ihr. Schmuck ist nun mal was für Damen gemacht. Ja, für Damen, aber doch nicht für... Halt deinen Mund, mein Lieber! Kein Streit, ich kann das nicht vertragen. Mein Magen hält das nicht aus. Magen. Nun setzt euch doch. Wir wollen gemeinsam anstoßen. Genau. Es soll doch ein schönes Weihnachtsfest werden. Prost. 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 Doch, vorhin haben wir Fest mal kosten. Er muss aber in meine Höhle kommen. Da, sieh dir das an. Hotzenplotz mit seiner Bande. Und der Weihnachtsbaum ist auch da. Jetzt müssen wir nur noch hineinstürmen, die Bande überwältigen und schon haben wir den Weihnachtsbaum wieder. Seppel, so einfach geht das nicht. Die sind immerhin zu 1, 2, 3, zu 4. Wir müssen irgendwie in das Haus kommen. Lass uns lieber warten, bis es ganz, ganz dunkel ist. Okay. So, und nun zu euch. Hat das mit den Würden geklappt? Ich bekomme langsam richtig Hunger. Ja. Ja, also, Hotzenplotz, die Sache ging schief. Was? Die Sache ging schief? Ja, du hast doch zu mir gesagt, ich sollte durch dieses eine Toilettenfenster einsteigen. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Und? Es war zu klein. Es war zu klein. Es war zu klein? Ja, ich hab's ja versucht. Und weißt du, wenn mich Clau nicht an den Beinen wieder herausgezogen hätte, ich wäre doch stecken geblieben. Ja. Hast du dich an einem anderen Fenster versucht? Hä? Dieses eine Fenster war doch nur ein Vorschlag von mir. Da gibt's doch genug Fenster. Küchenfenster, Wohnzimmerfenster. Was gibt's noch für Fenster? Stubenfenster! Genau, Stubenfenster! Und außerdem, warum ist nicht dein Bruder Clau eingestiegen, dieser Oberhaken? Der ist doch viel dünner als du. Ich alleine einsteigen in ein fremdes Haus? Das habe ich noch nie gemacht. Viel zu gefährlich, wenn noch jemand im Haus ist. Was habe ich denen erzählt? Da war doch gar keiner im Haus. Oder, Kinder? Ja! Aber Hotzenplatz, wir haben trotzdem was mitgebracht. Die haben mir was mitgebracht? Ja. Dass das ein Geschenk ist? Guck mal, was wir im Stall gefunden haben. Diesen Sack Kartoffeln. Und eine Dose Linsen.